aus Wiesbach, Svenja Schmidt. Also, als hätten wir nicht genügend Bachdörfer gehabt, Wiesbach, und nicht genügend zwischenmenschliche Beziehungen. Ich habe einer ganz bestimmten Person, so, ich hatte zumindest vor, dieser ganz bestimmten Person zu Weihnachten mal so richtig zu sagen, wie wichtig sie mir ist. Das ist dann etwas ausgeartet. Mein Text ist eben dieser ganz bestimmten Person gewidmet und heißt: Du kotzt mich an. Du kotzt mich an und erwartest, dass ich mein angekotztes Top anbehalte, damit ich immer etwas von dir in mir trage. Ein Armband oder eine Kette hätte es auch getan, finde ich. Es hätte wenigstens nicht so gestunken. Du kotzt mich an, wie du so vor mir stehst, besoffen, mit einem anderen Mädchen im Arm und versuchst sowas wie, ich kann es erklären, das ist nicht so, wie es aussieht, zu artikulieren. Geht nur nicht so ganz, wenn die Tussi das Maul mit ihrer unglaublich langen Zunge stopft. Nein, kein Ding, ich sehe ja, dass es nicht so ist, wie es aussieht. Du kotzt mich an. Und wenn du meinst, mir sagen zu können, wie ich die Bierflasche richtig drehe, um den Hefesatz zu lösen, ist ja schließlich am besten für meine brüchigen Nägel und meine fransigen Haare. Hast du schon mal dran gedacht, einen Beauty-Salon aufzumachen, wenn du es so gut weißt? Du kotzt mich an. Wenn du heimlich in meinen Schrank gehst und meine engen Tops und Miniröcke anziehst, um mich zu ärgern. Du hast doch sicher schon mal dran gedacht, einen Beauty-Salon aufzumachen oder eine Friseurlehre bei Unisex anzufangen. Du kotzt mich an. Wenn du mich rasend vor Eifersucht von anderen Jungs wegziehst und dich dann selbst bei den Ladies austobst. Wie war das noch mit, wie du mir, so ich dir? Pass bloß auf, mein Lieber. Was du kannst, kann ich schon lange. Aber ich mach das nicht so wie du. Weil man mich als Mädchen dann nicht anhimmelnd Gigolo oder Casanova nennt, sondern Schlampe. Du würdest mich auch so nennen. Du kotzt mich an. Wenn du besoffen bist und versuchst, mich an den Meistbietenden deiner Freunde zu versteigern. Der Meistbietende ist dann meistens ein Mettler mit langem schwarzem Umhang und Nietenhalsband. Und alles, was er bietet, ist gerade mal einer seiner schwarzen Knöpfe, ein Kaugummi und ein dreckiges Einzelstück, das er vor 5 Minuten auf dem Boden im Bus gefunden hat. Ich frage mich ja, warum ich dir nicht mehr wert bin, aber du bist ja ein Mann. Und Männer schätzen sowas anders ein. Du kotzt mich an, wenn wir im Winter Schneemänner im Garten bauen und du daraus ohne Vorwarnung eine Schneeballschlacht machst. Nein, ich finde es nicht antörend, wenn du mir eine dicke Ladung Schnee in den Nacken drückst und meinst, das ist so, wie wenn man einen Eiswürfel vorsichtig in meinen Rücken runterzieht. Ist es nicht. Du kotzt mich an. Hast du schon mal daran gedacht, die Kotztüten bei Ryanair mitgehen zu lassen und sie mitzunehmen, wenn du mich zum Saufen in die Altstadt nimmst oder dich einfach mal umzudrehen, wenn du diesen Brechreiz verspürst? Oder vielleicht saufst du einfach mal nicht so viel, dass du kotzen musst. Reicht ja schon, dass ich dich heimbringen muss. Da könntest du mir wenigstens mal so entgegenkommen. Du kotzt mich an. Ich weiß, dass ich keine Leuchte in Mathe bin, aber du musst auch nicht so großkotzig meinen, dass du es mir erklären kannst. Du hattest deinen Unterkurs in Mathe. Ich habe wenigstens noch 2, 3 Punkte mehr. Und nur weil du dein Abi bestanden hast, heißt es noch lange nicht, dass du allwissend bist. 3,0. Ist jetzt auch nicht so der Renner. Du kotzt mich an. Ich bin kein Streber, nur weil mein Abi besser werden soll als deins. Gut, vielleicht bin ich ein Streber, aber das hat alles seinen Sinn und Zweck. Muss ja schließlich mal einer mit einem guten Job das Geld nach Hause bringen. Und überhaupt soll aus mir mal was werden. Du kotzt mich an. Nein, ich bin nicht nach dem Abi gleich zum Bund. Habe ich auch nicht vor. Sich nur so am Wochenende zu sehen, ist doch auch nicht schön. Ich vermisse dich doch. Ja, ich weiß, dass du mittlerweile sportlicher bist als ich. Ich musste eben nicht jeden Tag einen 500 Meter Hindernisparcours durchlaufen. Außer du nennst den täglichen Slalom und die ganzen Fünftklässler grutzen einen Hindernisparcours. Aber das tust du nicht, das hat ja laut dir auch nichts mit militärischen Zuständen zu tun. Du kotzt mich an. Wenn ich dich sowieso nur am Wochenende sehe und du dann permanent schlecht gelaunt bist und schlafen willst, weil du unter der Woche um 5 Uhr morgens antreten musst, dann geh doch schlafen, aber nicht bei mir. Du kotzt mich an. Du merkst gar nicht, was du da redest, wenn du erzählst, dass du ein Maschinengewehr jetzt ohne zu denken auseinander und wieder zusammenbauen kannst. Wir haben dir wohl jede Art von selbstständigem Denken abgewöhnt. Aber du willst ja unbedingt unser Recht am Hindukusch verteidigen. Du weißt aber schon, dass du da vielleicht gar nicht zum Schlafen kommst und dass die Mädels dich dann nicht verstehen, wenn du ihnen von deinen erstunkenen und erlogenen Heldentaten erzählst. Du kotzt mich an. Schön, wenn deine Eier dir vom Fallschirmspringen wehtun. Dumm nur, dass du bis jetzt noch nicht aus einem Flugzeug, sondern nur von einer Plattform gesprungen bist. Du kotzt mich an, weil du so weit weg bist und mich am Wochenende kaum beachtest, sondern mit anderen Mädels weggehst.
kotzt mich an. Du willst dein Land vor dem Krieg beschützen. Scheiß auf den Krieg. Du bist mein großer Bruder und solltest in erster Linie hier sein, um deine kleine Schwester vor den ganzen bösen Jungs in der Welt zu beschützen. Du kotzt mich an. Und das so oft. Aber du bist mein großer Bruder und ich hab dich lieb. Dankeschön.